So, da sind wir auch schon wieder. Neue Folge Let's Play Metin 2. Und in der heutigen Folge mache ich mal so einen kleinen Zusammenschnitt aus mehreren kleinen, wie auch schon beim letzten Mal hier, habe ich mal versucht, einen Segen-FB zu lesen, hat nicht geklappt. Dann Flammenschlag bei dem nächsten Helsinki. Und das ist gut gegangen. Der also jetzt schon mal auf M2. War aber leider einer der wenigen, die es geschafft haben. Da habe ich hier den nächsten verteilt. Und schauen wir mal. Ah ne, der konnte es noch nicht lesen. Dann ging es hier weiter. Konnte auch noch nicht lesen. Aber zumindest schon mal verteilt. Hier gab es jetzt auch wieder ein paar. Und da konnte man eins lesen. Ist aber fehlgeschlagen. Leider. Wieder mal. Dann ging es weiter. Der nächste war dran. Purpur, Wolfsseele. Gucken, ob das geklappt hat. Natürlich nicht. Naja, kann man nichts machen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auf Map 1 rumgelaufen, habe ein bisschen FBs für die einzelnen Charaktere eingekauft. Leider hat es nicht viel gebracht, war nur sehr teuer, das Ganze. Hier auch wieder fehlgeschlagen. Aber gut, man muss es ja irgendwie probieren. Dann ging es hier weiter mit Hinterhalt, aber der ist ja noch nicht weit genug geskillt. Von daher kann er das erst später lesen, dieser Ninja. Ja, und dann ging es weiter. Da habe ich mit dem ein bisschen gehandelt. Der wollte Up-Items kaufen und irgendwie war die Frisur nicht da. War auf jeden Fall ganz cool. Sah lustig aus, fand ich. Deswegen habe ich das jetzt auch mal mit ins Video genommen. Am Ende hat er aber auch keine Up-Items gekauft. War ihm wohl alles zu teuer. Naja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der war erstmal auf der Suche, irgendwie günstig einzukaufen, um es dann teuer zu verkaufen. Dann habe ich hier einen Up-Item-Laden eröffnet und der lief auch ganz gut eigentlich. Also mit den Preisen hier konnte ich ganz gut Zeug loswerden. Und ja, das ist jetzt das, was ich innerhalb einer Woche zusammengekriegt habe. Ist jetzt nicht besonders viel und da ist auch schon das erste rausgegangen. Ja, also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was ich aber sagen muss, ist die Tatsache, dass ich das Teil, was da jetzt gerade rausgekauft wurde, war eine normale Fluchsammlung. Und die waren bis zu 1,5 bis 2 Kaka wert und ich habe die für 100 Kaka drin gehabt. Das war natürlich richtig dumm. Also da habe ich nicht aufgepasst gehabt. Ich dachte, das wäre auch eine Fluchsammlung plus. Aber selber schuld, das gehört halt dazu. Auf jeden Fall habe ich dann den nächsten Shop aufgemacht mit FBs und hier dann mit Affenkraut und sonstigen Blödsinn, den man so eigentlich eher weniger gebrauchen kann. Da oben die Steine kann man eigentlich nur für dieses Gaia-System gebrauchen. Die Missionsbücher sind ganz gut. Unten Futter für die Pferde. Ja, also der Laden lief nicht ganz so gut, soweit ich weiß. Der war, glaube ich, 5 Stunden offen. Ist, glaube ich, gar nichts weggegangen sogar, oder? Oder vielleicht eine Sache, weiß ich nicht. Ja, und dann habe ich wieder mal versucht, einen Hauptmann zu erwischen. Den hatte ich gesehen gehabt, als ich die Pferdequest gemacht habe mit Stockholm. Und dann bin ich mit Unique nochmal hingelaufen und habe versucht, den zu besiegen. Warum nicht? Einfach mal immer mitnehmen und irgendwann wird es ja schon klappen. Hier auch nochmal wilder Bogenschütze. Hätte man auch für die Mission nutzen können, aber Stockholm hätte den, glaube ich, nicht besiegt. So, und jetzt der finale Kampf. Gegen den brutalen Hauptmann klappt es dieses Mal oder ist es der 7. oder 8. Fail? Ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt. Ja, und es hat zum Glück geklappt. Zum Glück. Das war die 5. Tagebuchseite. Und endlich können wir da jetzt mal wieder vorangehen, damit wir auch das ein oder andere Level-Up auch mitnehmen können. Denn ich denke, wenn wir bis zur 10. Tagebuchseite durch sind, dann könnten wir auch schon, ja, fast Level 53 sein, glaube ich. Also dann könnten wir dieses Level komplett beenden und das zweite Level, ja, könnten wir auch schon fast packen. Fast komplett, denke ich mal. Hier haben wir dann die Seite abgegeben, haben uns die XP und das Yang und die Belohnung abgeholt. So, für jeden, der diese Buchseiten mal lesen möchte, kann auf jeden Fall kurz mal das Video anhalten. Ist auf jeden Fall eine schöne Story, wenn man die mal alle aneinander hält, so. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Wer alle Seiten mal lesen möchte, ab jetzt kann auf jeden Fall immer die Videos von mir anhalten. Ich habe auf jeden Fall vor, alle Male, wo ich die Seite abgebe,
das dann auch hier mit in die Videos zu packen. Und dann seht ihr ja immer, was da drin stand und was dann die nächste Mission ist. Teilweise steht dann auch, welches Level man mindestens sein muss für die nächste Mission. Dann wisst ihr ja auch immer direkt Bescheid. Ansonsten einfach auf Metin2Wiki gucken. Da steht das dann auch immer ganz genau. So, und dann ging es dann auch schon zur nächsten Mission. Jetzt mussten wir zum Denkmal laufen, was sich im SD1 befindet. Und das haben wir dann auf jeden Fall direkt mal im Anschluss gemacht. Wobei ich jetzt sehr unglücklich gelaufen bin. Hätte eigentlich nur nach links laufen müssen. Egal. Habe ich einen kleinen Umweg gemacht. Naja, auf jeden Fall sehr easy. Da braucht man kein großes Equipment. Man muss nicht groß kämpfen. Man muss nicht lange suchen. Einfach nur hinlaufen zu diesem Denkmal und einmal anklicken. Ja, und dann war das schon eigentlich erledigt. Danach musste man nur noch zu Uriel zurück. Und dann hatte man auch schon die nächsten XP am Start. Und das waren, glaube ich, 2,5 oder 3 Millionen XP. Was auf jeden Fall eine Menge Holz ist in dem Bereich. Ich glaube, ein Level Up sind irgendwie 17 bis 20 Millionen XP. Ja, und da ist das auf jeden Fall ein ordentlicher Push. Muss man auf jeden Fall mal so sagen. Ja, dann hatte ich hier gehofft gehabt, dass der mich mal mitbesiegen kann. Hatte aber nicht ganz mitgespielt gehabt. Keine Ahnung. Wusste nicht. Also da war auf jeden Fall. Oder der hat irgendwie diese Autojagd mit Skills einsetzen drin gehabt. Dann war ich hier im Teleporter. Und das Spiel hat sich dann irgendwie aufgehangen gehabt. Keine Ahnung. Ging irgendwie nicht richtig weiter. Ja, das war es auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin.